Bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. Thank you.
Bestattungspuppen wie diese wurden für gewöhnlich aus Stoff gefertigt und mit Schilf und Korn gefüllt. Sie halten oft etwas in der Hand, beispielsweise ein Musikinstrument oder ein Garnknäuel. Diese Puppe hält ein Kleinkind, was darauf hindeuten könnte, dass die verstorbene Mutter gewesen war. Diese hier besteht allerdings aus modernen Materialien. Ich schätze mal, Porvenir könnte sie als Werbespielzeug hergestellt haben. Abigail ist zu beschäftigt für Katz-und-Maus-Spiele, Wang. Cho, sie ist kein Kind mehr. Sie muss sich um eine Stadt kümmern. Claro. Willst du nur nicht, dass sie Geister jagt? Ich liebe alte Karten. Als ich klein war, haben sie immer zu Schätzen geführt. Ich fühle mich dann immer noch verlorener. Ich heiße übrigens Lara. Pilar. Du siehst nicht aus wie die Touristen, die sonst kommen. Ich bin Archäologin. Ja, das wäre wohl passender. Du solltest mit Abigail reden. Sie kennt die Geschichte dieses Ortes besser als alle anderen. Wir kennen uns schon. Abby hat einen Freund und mich bei unserem Besuch bei sich wohnen lassen. Nun, dann bist du ein willkommener Gast in Kuvak Yaku. Danke. Brauchst du Hilfe, um die Karte zu lesen? Ich sollte das alles gar nicht verstehen. Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden, muss sie in der Zeit zurückreisen. Mariana war nie eine große Dichterin. Mariana? Abigails Großmutter. Sie starb an Krebs. Genau heute vor einem Jahr. Tut mir leid, das zu hören. Mariana wollte, dass Abigail die Karte an ihrem Todestag erhält. Aber du bist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Es geht mich nichts an, aber wenn es hilft, Mariana hat es geglaubt. Du hast recht. Es war wohl nie meine Entscheidung, oder? Würdest du die Karte zu Abigail bringen? Es ist harte Arbeit, das Mädchen zu verfolgen. Oh. Und meine Hüften schaffen das nicht mehr. Aber natürlich. Abbys Großmutter wollte, dass sie sie erhält. Aber warum? Pilar schien es nicht zu wissen. Es muss etwas mit dem Rätsel zu tun haben, das sie auf die Rückseite geschrieben hat. Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden, muss sie in der Zeit zurückreisen. Abby, hier Lara.
Hallo, Fremde. Wie läuft's denn so? Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß, aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus »Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru« von Ocho Archivis. Das beschreibt etwas in der Nähe. 2 Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Hey! Das ist nützlich. Oh!
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen, Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Vorsichtig, vorsichtig!
Wohin das wohl führt? Ha. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Rawley gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Scheiße! Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Was haben wir denn hier? Das muss der Weg nach oben sein. Es muss einen Weg hier rausgeben.
Da. Irgendwie die Statue anheben. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wer eines Verbrechens beschuldigt wird, wird hierher gebracht, auf dass er unter den wachsamen Augen der Götter, den einzigen unfehlbaren Richtern, kämpfe. Wer sich als unschuldig erweist, kann gehen, doch die Schuldigen werden getötet und nach Xibalba gestoßen. Erstaunlich. Ist das ein Pocketog-Feld? Ich muss irgendwie die Leiter anheben. Man kann die Leiter sicher anheben. Hm. 23. Mai. Inzwischen ist mehr als ein Monat vergangen, seit sich unsere Expedition in Chuyaba auf den Weg machte. Wir haben unseren Proviant bisher wie geplant rationiert und sind weiterhin guter Dinge. Wenn wir zu Fuß unterwegs sind, merkt mein Vater sein Alter an. Rawley sieht sich immer wieder um sich zu vergewissern, dass wir noch Schritt halten können. Vater begegnet seinem Blick dann jedes Mal mit einem Lächeln und sagt, schon bald würde er die Führung übernehmen. Anheben. Da. Ah.
Ich muss das Gegengewicht auf der linken Seite des Monuments lösen. Hey! Ich muss irgendwie die Leiter anheben und den Wagen drunter schieben. Diese Leiter anheben. Ohne angehobene Leiter geht gar nichts. Ich muss irgendwie die Leiter anheben und den Wagen drunter schieben. Ich muss diese Leiter anheben. So komme ich aus dem Grab raus. Ohne angehobene Leiter geht gar nichts. Und in jenem Moment, als die Götter zufrieden waren, weil Metnal seine Frau nicht getötet hatte, landete ein Pelikan zu Füßen des Beschuldigten. Alle Anwesenden verstummten. Dies war ein Meeresvogel, der noch nie so weit im Landesinneren gesehen wurde. Die Vertreter der Götter beschlossen abzuwarten, was der Vogel tun würde. Er umkreiste Metnal, schlug mit seinen Flügeln und quakte leise, ehe er seinen Schnabel öffnete und einen halbgefressenen Fisch vor Metnals Füße warf. Dies war für alle ein Zeichen von Metnals Schuld und er wurde hingerichtet. Hm.
Irgendwas stimmt nicht. Wie fixiere ich das andere Gegengewicht?